Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von den Nomads. Heute unterwegs im M6 Panzer, amerikanischer Stufe 8 Panzer, und wir werden gleich ein bisschen Action haben. Im Gegnerteam sind zwei CDC drin. Die hätte ich gerne schnell rausgenommen, wenn die spielen können. Im Team machen die richtig Ärger. Und zur Sicherheit schreibe ich nochmal, weil man zurzeit einfach nicht weiß, wie viele Spiele so ein Spieler schon gemacht hat, dass man die mit HE-Munition auch auf jeden Fall wegpusten kann. So, jetzt fahren wir da links mal hoch und gucken, was gleich passiert. Und wie schon vermutet, gehen die CDCs da erstmal auf. Ein bisschen vorhalten. Keine HE-Munition drin gehabt, aber ich wollte, dass der Schuss wenigstens reingeht. Die HE fliegt so langsam, wenn er so schnell fährt. Ich wollte die nicht daneben sammeln. Na, die Su hätte ich auch gern schon mal beschossen, geht aber nicht von hier aus. Ich probiere es nochmal, aber war nicht. So, da der CDC. Hab die HE drin. Ich schieße schön daneben, ja. War doof. Wir werden es gleich noch bereuen. Na, der Tiger steht da AFK rum. Ich habe es aber noch nicht zu dem Zeitpunkt geschickt. Deswegen fahre ich hier so vorsichtig. Jetzt habe ich es aber gescheckt. Und sehe, das ganze Team haut ab zur rechten Seite da. Ist aber alles gespottet. Ich denke mir, na gut, da werden die wohl was draus machen. Und ich will meine DPM pro Minute auch wirklich nutzen. Kann ich auf die Su schießen? Schieß jetzt also erstmal diesen Tiger weg, damit dieser Spotting hier aufhört. So, das Spotting ist beendet. Jetzt denke ich mir, okay, die Su werden die beiden da ja gleich mal machen. Schieß mal ein bisschen auf die fetten Dinger. Will einen sicheren Schuss machen, nehmen auch APCR-Munition. Und da darf man sich auch nie zu schade sein für bestimmte Panzer. Muss es einfach APCR sein. Da geht der Ferdinand auf. Wollte eigentlich nochmal die ISU, aber es war noch kein Schuss drin. Okay, Ferdinand. Wir haben sie voll erwischt. Ja, die ISU ist immer noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen Schuss drin. Der CDC lebt immer noch. Einzielen, Zeit nehmen auch dafür bitte. Immer. Wieder wurde was nicht gemacht. Ja. Und ich kann gar nicht so schnell gucken, wie unsere Panzer zerplatzen. Boom. 2-5 jetzt noch. Denke ich mir, oh, wieder ein Spiel verloren. Nein, was soll man machen? Dieser CDC nervt auch ein bisschen. 5-1. Ich denke mir, naja, mach das Beste draus. Schneller Reload ist schon drin. Ich habe keine Ahnung, wie schnell so ein Ferdinand geht. Ich lauf schneller mit. Fahr schnell im Reload. Der CDC hat nicht aufgepasst. IS-6 auch noch ganz gut dabei. Ich denke mir, hol dir nicht so viele Schüsse einfach. Ist jetzt erst 960 geblockt. Es wurde auch noch nicht viel auf mich geschossen. Ich denke mir, oh, dieser CDC, warum ist der nicht von Anfang an gemacht worden? Hab hinten im Kopf den IS. Jetzt erstmal den CDC. Der ballert mit 400 rein. Der auch nochmal, ich denke, oh nein, was willst du jetzt machen? Aber
Wir sind nur noch 2 gegen 1. Der blöde IS-6. Jetzt wieder Munitionswahl beachten. Genau, APCR. Wichtig. Na gut. Und der, denke ich, macht mich jetzt Schnellfeuer nochmal rein. Habt ihr da unten gesehen? Und wo? Oh. 6 Abschüsse. Wir haben die Kette repariert. Fahr los. 5062 Schaden. Das Team. Naja, reden wir nicht weiter drüber. Ein dickes M gemacht. Jeden der 7 Panzer mindestens einmal getroffen. Ja, und das war wirklich ein sehr, sehr außergewöhnliches Replay. Hat man selten. Wenn es euch gefallen hat, ruhig Daumen hoch. Freue ich mich natürlich immer. Tschüss!